Munteres Miniland Plus ist Welt 4 Plus. Und ich sehe schon, das ist ja alles in der Nacht. Also wir hatten nur in Welt 1 einen neuen Hintergrund und jetzt hier in Welt 4 auch wieder. Das gefällt mir. Das heißt, dass nicht nur Welt 1 geändert wurde, sondern wirklich auch ein paar der anderen Welten. So, wunderbar. Also los geht's mit Level 1. Von, ich glaube, 7 Level gibt es hier nur pro Welt mit den Plus-Welten. Also, ja, geht eigentlich noch voll, oder? Aber hey, ich find's, wie gesagt, cool, dass es hier Nacht ist. Das hat was. Aber, warte mal, warum würde Mario ganz alleine in einen Freizeitpark gehen? Und das nachts? Ich weiß nicht, was seine Motive sind, aber... Ja, okay, doch, die Motive sind, dass wir... Donkey Kong... Oh mein Gott, nein, nicht... Ich hab's erst jetzt gesehen. Dass wir Donkey Kong aufhalten müssen. Und das müssen so lange, bis er schon wieder all seine oder unsere Mini-Marios verliert. So, komm rüber, Kumpel. Ja, ja, ja. Okay, das funktioniert. Jetzt zack. Nein, das war zu früh, okay. Okay, nochmal. So. Ja, ja, jetzt. Mhm. Jetzt kommt er da hoch. Ja, das ist in Ordnung, das ist fein. Jetzt kommen wir hier rüber, ja? Ja? Okay, perfekt. Jetzt den roten Schalter, damit er... Ja, 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 das funktioniert, alles, das klappt schon, Warte mal. Du musst nach oben, Kumpel. Okay? Ich springe auf deinem Kopf, oder? Ich springe auf deinen Kopf. Perfekt, und jetzt haben wir's. Ne, Kleiner. Ne, Kumpel, du kommst hier runter. Ja. Woohoo, that's what I needed. Oh yeah, Mario Time. Das hast du ganz gut gemacht. Mario rettet die kleinen Kinder, die sich nachts im Freizeitpark verirrt haben. Die wollten bestimmt nicht eindringen, die Kleinen. Ah, Mario ist der ganz nette Held, der... Die Nachtwache. Genau, wir halten Nachtwache hier. Um die kleinen Kinder vor den bösen Gefahren zu retten, die nachts in einem Freizeitpark passieren. Yippie! Okay, nur für deine Sicherheit muss ich das hier aktivieren, aber da kommt ein Scheigel. Ach, warte mal, das ist ja sogar hilfreich. Das ist cool, guck mal, ihm gefällt sogar. Der hat Spaß, das ist schön. Das ist sehr toll, dass er Spaß hat. Komm mal her, Kumpel. Boing. Hier, nimm das mal mit. Sehr nett. Zu gütig, das lobe ich mir. Machen noch den Schalter. Badam, badam. Tschüss. Okay, du kommst hier nicht hoch? Warte, wie kommst du denn überhaupt hoch, Kleiner? Hm? Nee, jetzt mal ohne Witz. Mit dem roten Schalter? Ah, nee. Ich dachte gerade ganz kurz, der Steiger muss ihm... Alter, das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Okay, also irgendwas habe ich denn nicht verstanden. Weil, wie kriege ich jetzt meinen kleinen Mini-Mario dort nach oben? Ich hatte vorhin sagen wollen, vielleicht kann man ja den Shy Guy hier an dieses Ding hinbringen. Und das verrückt jetzt trotzdem nochmal aus. Aber wenn das nicht funktioniert, dann muss ich mal zurück zum Drawing Board. Ja gut, jetzt habe ich das Problem. Oh, das geht? Hä? Das ist gar kein Gegner mehr. Das ist einfach so ein Objekt. Also ist gar kein Gegner mehr. Einfach ein Gegenstand. Okay, keine Ahnung, wie das funktioniert. Sehr hilfreich, sonst wäre ich jetzt wieder gestorben ein paar Mal. Hätte mir wieder den Kopf gekratzt. Hätte mir gesagt, ich muss ihn von der anderen Seite werfen. Das wäre mir jetzt erst eingefallen übrigens. Und ja. So, ich hoffe, mit dem Bob-Arm wird es chilliger. Obwohl, naja, die explodieren ja eigentlich relativ schnell, so noch ein paar Sekunden. Und die kommen ja auch gefühlt aus dem Nichts bei ihren Kanonen raus. Oh Gott. Ich glaube, hier ist es vielleicht besser, erstmal über dem Mario rüber zu springen, ihn noch nicht mitspielen zu lassen in der gleichen Liga. Er darf noch nicht mitspielen. Nein! Nein, ich habe es gerade gesehen. Nee, warte mal, das ist nur ein Block groß. Da komme ich gar nicht lang. Selbst wenn ich es wollen würde.
Oh, jetzt habe ich meinen Mini-Mario-Effekt. Das ist schlecht. Okay. Ne, da komme ich sowieso nicht hoch. Okay. Da komm mal her, Kumpel. Wir warten, bis der rauskommt. Du sammelst das ein. So, du kommst mit, Kumpel. Kumpel, komm. Rüber. Komm hier hoch. Wir wollen hier hoch. Okay, wir brauchen einmal den Bob-Omb noch. Ich mach das schnell. So, hier oben. Hier schnell runter. Da wollen wir lang. Dafür müssen wir den roten Schalter noch aktivieren. Aber ich habe einen anderen Plan. Ich schmeiß den Bob-Omb erstmal weg. Und wir müssen Zeit haben. Oh mein Gott, pass auf, Kleiner. Kleiner Mann, du musst aufpassen. Na ja, komm raus, du. Du böser Ganove. Du miese Bombe. Ah, okay, ich verstehe, wie man rankommt. Ja. Es leuchtet mir ein. Wie die Zündschnur eines Bob-Ombs. Es leuchtet mir ein. Ja, Kumpel, du bist schon hier hoch. So, genau, bleib einfach jetzt mal da. Ich lösche den aus. Ich lösche ihn aus, sagte ich. Danke. Dann drücke ich den roten Schalter und jetzt gehen wir einfach mit dem blauen Schalter nochmal komplett nach oben. Muss erstmal ihn wieder loswerden. Tschüss. Das war's schon. Also die einzige Schwierigkeit hier ist, auf den Minimara aufzupassen und an diesen blauen, durch dieses blaue Geschenk zu kommen. Ansonsten, naja, ziemlich einfache Sache, würde ich sagen. So. Das war aber auch schon die halbe Miete, ne? Oh, yeah! Oh, ganz viele Kinder gerettet. Mensch, Mario, morgen bist du in der Zeitung, wenn du so weitermachst. So, rote Schalter. Ja, wir hatten schon in sehr vielen Leveln rote und blaue Schalter. Das ist nichts Besonderes, Icon, aber... Na gut. Mario! Du chillst da, okay. Kleiner Mario! Okay, da muss der Kleine gleich durch. Hier kann ich durch. Kann ich da lang? Also kann ich mir das schnappen irgendwie? Ja, ich kann es austricksen. Let's go. Das kann ich auch selber holen. Hä? Okay, cool. Hab ich was falsch gemacht? Warte mal, ich hole mal jetzt meinen kleinen Buddy. Yippie! Okay. Wo ist auch das Ziel? Das. Die Tür. Aha. Und warum bin ich jetzt bitte hochgesprungen? Okay, vielleicht müssen wir außen rum lang. Das kann sein. Ja, okay, warte. Du bist schon mal oben. Das ist gut. Jetzt kommst du aber da nicht hoch. Wait, what? Okay, ja, dann komm mal her, Kumpel. Da kommst du nicht lang. Das schafft er nicht. Da muss ein gelber Schalter dran. Ja gut, das Einzige, wie das hier hilft, ist, dass er halt hier nach oben gelangen kann, ne? Ansonsten... kann ich von hier aus vielleicht? Ja, ich weiß. Wenn ich jetzt von hier aus irgendwo den gelben Schalter aktivieren kann, hilft das? Oder blauer? Ah, blauer ist auch nicht schlecht. Ah, der müsste hier stehen bleiben. Dann fällt er auf die rote Blume und dann hätte er es rüber geschafft. Aber das wird doch niemals funktionieren. Das hier würde funktionieren, aber. Ja. Komm mal her. Siehst mich, ja? Juhu. Oh. Oh. Er ist der rote. Check. Okay, genau. Wir holen ihn erstmal hier hin. Aktivieren dann den gelben Schalter. Das ist schon mal richtig. Alter, wie gepuzzelt ist. Ja. Jetzt nicht den blauen, sondern den roten. Da wird er nämlich rübergeschoben. Oh mein Gott, pass auf, kleiner Mann. Und das war's schon. Ich dachte, jetzt müsste ich nochmal den blauen machen, weil er dann stuck wäre bei der Blume. Aber nee, da müsste noch eine andere auf der anderen Seite dafür sein. Also, hab. That's it. Ich habe nur einen kleinen Fehler gemacht. Ganz am Ende des Levels. Ah. Was soll man machen? Passiert. Mann, oh Mann. Mama mia.
sehe auch irgendwie jetzt erst, dass dieser Klapptrap oder was das ist, an den Seilen nur so hochlatscht. Ich dachte immer, der beißt er sich so hoch, so an mit seinem Mund, aber nee, das macht er gar nicht. Kann ich den besiegen? Also, ja, okay, dann rennt er direkt in den rein. Keine Ahnung, was Mario gemacht hat, er musste kurz husten. Ah, Mist. Ach, ich glaube, ich kann nicht auf ihn springen. Aber wir können warten, bis er selber sich dazu entscheidet, seinen Blödsinn da zu machen. Genau. Okay, Mini Mario, du chillst kurz dort. Ich gebe dir das Go. Wenn ich ready bin, dann gebe ich dir das Go, dass du dich bewegen darfst. Ich muss erstmal. Baba muss erstmal Geschenke sammeln. Für deinen Geburtstag! Okay, perfekt, jetzt kommen wir weiter. Also, nochmal von vorne. Alles mitschreiben, Kleiner. Ja, du musst ja irgendwann so groß ranwachsen wie der gute alte Mario. So, du chillst erstmal dort. Ich hol mir hier oben das gelbe Geschenk. Spring rüber, damit er mich nicht sieht. Ach so, der Kleine kann da nur lang. Okay. Passt schon. Wir aktivieren den Schalter. Blump. Jetzt kannst du hier schon mal drauf springen, aber kurz warten. Warte kurz. Genau, du kannst ruhig nach Mario rufen. Ist kein Problem. Muss selber gerade auf Mario achten hier oben. Okay, kannst du jetzt schnell rüber? Ja. Komm hoch. Ja. Komm mit. Bleib da nicht stehen. Komm her. Mhm. Oh. Ich verstehe. Wir müssen den Schalter erstmal aktivieren. Ja, warte, ich komm hoch. Ah, ihr seid ja lustig, Entwickler. Ihr seid lustig. Okay, komm schnell, Kleiner. Komm schnell, Kleiner. Hier. Los. Komm. Perfekt. Wir müssen den Schalter aktivieren. So, wir warten kurz, bis der abhaut und dann haben wir's. Es ist wirklich nicht schwer. Es ist wirklich schwer, Kleiner, ein großer Super Mario zu werden. Ah, oh, das war der Lied. Sie werden so schnell erwachsen. Und dann fängt Mario an, wie so Baby Mario zu weinen. Guck, er stimmt mir zu. Also es wird auf jeden Fall sehr emotional. Keine Ahnung, was ich laber. Wir machen jetzt weiter mit dem letzten Level vor DK. Und dann gibt's den Kampf. Der wird aber easy. Und dann kriegt er einen Krampf. Und ich nicht, hoffentlich. Das wäre nicht so schön. Okay, was geht denn hier ab? Okay, ein relativ kleiner Raum. Das Geschenk können wir uns schon mal holen. Okay, das Geschenk da unten kriege ich nicht als Mario. Das ja auch nicht. Okay, ich muss auf jeden Fall den Mini-Mario erstmal wecken. Ohne den ist ja Schicht im Schacht. Komm her, Kumpel. Der kommt da nicht lang. Mhm. Okay. Das kannst du nicht aktivieren, ne? Okay, warte. Hilft dir das? Hier hochzukommen. Ja, okay, er kann hier hochkommen, aber hilft mir das, dass ich hoch kann? Nicht, dass ich wüsste. Okay, warte mal, Kleiner. Oh, du kannst mitkommen. Oder? Geht das für dich? Tatsache. Cool. That's actually pretty cool. Kannst du das hier holen, ohne dass du meine Hilfe dafür brauchst? Nein. Das ist doof. Ach man, bleib doch hier. Ich gehe als einziges runter und du bleibst oben, ja? Ja? Danke. Jetzt hast du runterkommen. Da oben gibt es nichts mehr für uns. Da unten ist aber noch was Schönes. Was Feines. Weißt du, was sehr Feines. Du musst da aber alleine lang, Kleiner. Es tut mir leid. Baba kann nicht mitkommen. Danke, Kleiner. Sehr gut. Jetzt aktiviere ich als einziges noch den Schalter. Oder du kommst einfach mit. Mach, was du willst. Mir doch egal. Den kleinen Kindern kann man nicht... Den kleinen Kindern. Kleinen Kindern. Die hören einfach nicht. Mann. Komm her. Komm, mach einfach auf. Komm. Wir hauen dem Onkel Kong eins auf die Rübe. Na, was sagst du? Ja, sagt er. Juhu, yippie. Ich meine,
sechs Kinder, die den großen Gorilla verprügeln wollen. Ich weiß doch nicht, was für eine Erziehung das war von Mario in seinem Zirkus, aber... ja? Das funktioniert. Ah, ich sehe schon. Ne? One-Up-Game kriegen wir aber vorher nochmal unter Gigobild. Let's go. Find's aber irgendwie schon ein bisschen schade, dass es keine schweren Versionen von diesen Mini-Marsch-Leveln gibt, aber... ist ja nicht so schlimm. Wird's auch nur ein bisschen schade. So, okay, ich habe nicht aufgepasst. Aber warum sollte ich auch aufpassen? Das Spiel ist ja so easy. Da braucht man gar nichts aufpassen. Es gibt keinen Grund aufzupassen. Nein. Okay, perfekt, perfekt. Komm her, Kumpel, komm her, Schlüssel. Ja, ja, du willst es doch auch. Komm her, bitte. Yippie. Okay, keine Ahnung, was da ganz unten links ist. Eigentlich gar nichts. Das ist einfach nur eine Ablenkung, glaube ich. So, das war's. Wow! Oh, yeah! Very good! Und noch guter wär's, wenn wir den guten alten DK jetzt wegscheuchen können. Okay, wie war das nochmal? Der macht seine farbigen Dinger an oder aus. Mach an, mach an, mach an, mach an. Dankeschön, Sende von dir. Tschüss. So, ja, okay, kann man machen. Ich gehe wieder auf die Seite. Er macht sein Ding. Ah, schade. Egal, wir können hier lang. Okay, ich wusste nicht, in welche Richtung er ging. Hilfe! Mach mal bitte. Danke. Nimm mit. Okay, das ist gerade sehr schlecht. Das ist gerade sehr schlecht. Ich muss da hoch. Ich muss da raus. Okay, perfekt. Danke. Nimm ich mit. Und ich hab's. Und wir haben's. Oh, ich wurde fast nochmal getroffen am Ende. Das war ein bisschen zu knapp, wenn ihr mich fragt. Aber hey, damit habe ich die Hälfte der Plus-Level abgeschlossen vom ganzen Spiel. Und es gibt ja 8 Welten. 8 Welten mit 7 Plus-Leveln. Jeweils. Ja, machen guten Fortschritt. Finde ich sehr, sehr nice. So, aber das war es hier noch nicht. Wir machen noch ein bisschen Welt 5 plus weiter. Was war das? Das war nicht die Eiswelt, ne? Das war... ah, die große Villa war das. Ja, Eiswelt war die 6. Welt. Come back. Ich kann gerade wirklich nicht sagen, ob das ein neuer Background ist oder nicht. Ich hab den alten gerade nicht im Kopf. Aber wir können kurz nachschauen. Hier roter Teppich mit diesem Hintergrund. Hier 1, 2, 3, 4, 5. Ah, hier 5. Doch, ist glaube ich noch der gleiche Background. Bin mir zwar nicht 100% sicher, aber könnte sein. Okay. Schauen wir mal rein. Wir sehen hier direkt einen Twomp. Ich hatte sehr viele Probleme beim ersten Level von der Welt, 5. Welt. Und das hier sieht schon sehr ähnlich strukturiert aus. Und sogar noch viel größer. Da geht es dann noch nach rechts. Oh no. Danke. Kipp mal um, kipp mal um, kipp mal um, kipp mal um, kipp mal um. Dankeschön. So. Jahohoi! Yippie! Oh, ich sehe ganz genau, was das für ein Level wird. Ich weiß schon ganz genau, was das hier wird. Mhm. Rüber, 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 rüber. Oh nein. Nein! Ihr seid mir welche? Ihr seid ja so lustig. Okay, wo landet der? Immer auf diesem weißen, auf diesem hellen Feld. Komm rüber, komm rüber, komm rüber. Komm, fall runter, fall runter. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Schnell! Okay, gut, 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 gut. Du Idiot! Ja, jetzt bin ich eigentlich dead, oder? Noch nicht ganz. Ich habe nur eine Chance. Ich habe eine Chance noch. Mich zu beweisen. Okay, komm, fall runter, fall runter. Ne, aber das ist einfacher als das erste Level aus der Welt. Ich weiß auch nicht, warum ich da so Probleme hatte. Ich glaube, ich habe es irgendwie nicht verstanden und habe es komplett falsch gelöst, aber ich habe es gelöst am Ende, also egal. Rüber, 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 rüber. Nein, bleib da. Bleib da, Kleider, okay? Schaffst du das? Nein, das schafft er nicht. Komm, komm wieder runter. Komm runter, das schafft er nicht. Das... nee, das traue ich ihm nicht zu. Okay, letzter Versuch, ansonsten schneide ich das. So, jetzt oder nie? Luigi.
Jetzt rüber. Passt doch. Wuhu! Okay. Komm, als Bonus machen wir noch ein Level. Komm, das. Ein Level geht ja noch. Komm schon, Mama, nur noch ein Level. Ja. Können wir schon ein bisschen die Vorschaubilder nochmal sehen? Oh Gott, da kommt. Oh Gott, was da auf uns zukommt, ich hab schon gesehen. Okay, nichts, was wir nicht bewältigen können, natürlich. Und warum will ich für Ende der Folge nochmal ein langes Level hier spielen? Ich weiß es nicht. Aber, hey, es wird schon funktionieren. Ganz sicher. Ach, das ist fürs Ende, okay. Mini Mario, wo musst du lang? Nee, ernsthaft, wo musst du lang? Ach, du musst da lang. Na, komm mal. Und das Geschenk kannst du uns auch mal mitnehmen. Okay, das ist schlecht. Komm mal her. Muss mich beeilen. Vorher oben ist. Ja, runter. Perfekt. Jetzt. Ja. Fahr runter. Nein, ich spring! Was springst du? Okay, dann machen wir es halt anders. Du nimmst das Geschenk mit, rennst zurück. Wartest hier. Jetzt rennst du lang, jetzt wartest du kurz. Jetzt kannst du hier lang, Kumpel. Das war's doch jetzt, oder? Zack, fertig. Ja, war eigentlich nicht schwer. Hätten die schwerer machen können, bin ich ganz ehrlich. Aber hey, vielleicht wird hier noch schwer. Wir finden es in der nächsten Folge heraus. Zwei Likes auf dieses Video für die zwei Mini-Marios. Vielleicht.